Hallo ihr Lieben, heute im Herzzeit-Podcast bekommst du wieder ein schönes Interview auf deine Ohren. Bei mir zu Gast ist heute die wundervolle Julia Sahm. Julias Mission ist es, Menschen dabei zu helfen, das Gewicht und die Funde zu verlieren, die sie nicht mehr haben möchte. Doch Julia macht das mit einem ganz anderen Ansatz, als einfach nur eine Diät zu halten. Sie schaut, wo im Kern es daran liegen kann, dass der Mensch die Funde nicht verlieren kann oder auch möchte. In dem Interview erzählt sie dir, wie du es schaffst, besser auf dich zu achten, was du isst, warum es sein kann, dass du deine 2-3 Kilo noch nicht abgenommen hast oder auch deine 20 bis 40 Kilo. Julia, es ist wichtig, dass du erfährst, dass es nicht daran liegt, dass du keine Diät aushalten kannst, sondern dass der Kern meistens ganz woanders liegt. Und das erfährst du alles in diesem Interview und natürlich noch viel, viel mehr. Hallo ihr Lieben, heute habe ich als Interviewgast die Julia Sahm bei mir. Julia ist Autorin, Podcasterin, Coach, Heilpraktikerin, Betriebswirtin und professionelle Wakeboarderin. Und ich bin ganz, ganz dankbar, Julia, dass du hier bist. Und ich gebe den Ball gleich an dich. Habe ich irgendwas vergessen? Und hallo. Ja, hallo Jenny. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen Zeit miteinander verbringen dürfen und dass ich auch zu deinen Hörern sprechen darf. Und kurz und knapp hast du mich super, hast es gut zusammengefasst. Ja, erzähl ruhig mal mehr. Das waren ja alles nur so kleine oder große Impulse. Erzähl mal, was kommt gerade so in dein Herz? Was möchtest du erzählen? Wer bist du? Was machst du gerade? Wie geht's dir gerade? Ja, so wie du gesagt hast, ich bin Julia und ich bin mittlerweile selbstständig als Life-Coach und auch als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und ja, ich habe mich auf ein gewisses Thema spezialisiert und zwar helfe ich Menschen dabei, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu sich, zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten und vor allem eben auch zu sich selbst aufzubauen. Und das ist so meine Mission, für die ich unterwegs bin und die mich ja tagtäglich auch motiviert. Und zu den Themen habe ich eben auch ein Buch geschrieben und auch einen wöchentlichen Podcast, der immer dienstags erscheint. Und genau. Wie heißt dein Podcast? Der heißt Lifestyle Schlank. Ah, auch schön. Mein Buch heißt auch Lifestyle Schlank und mein 10-wöchiges Online-Programm auch. Das ist halt einfach so den Hintergrund, das hört sich so ein bisschen plakativ an. Ein bisschen. Letztens hat jemand gesagt, wie so eine 90er-Jahre-Diät oder so. Aber das hat einfach so den Hintergrund, dass ich einfach Menschen ansprechen möchte, die gerne abnehmen möchten und die aber vielleicht gar noch nicht dahinter geguckt haben, was vielleicht dahinter steht. Viele Menschen sind eben immer auf der Suche nach der nächsten schnellen Diät und dementsprechend suchen sie natürlich auch nach diesen Suchbegriffen, schlank sein, abnehmen und so weiter. Und ich möchte natürlich da auch gefunden werden, weil ich einfach auch aufzeigen möchte, dass es da auch noch einen anderen Weg gibt, der eben keine Diät ist, sondern ja einfach ein ganzheitlicher und auch ja dauerhafter Weg. Und genau, deswegen der Name. Ja, total gut, dass du es auch nochmal erklärt hast. Was steht denn für dich hinter dem Schlanksein oder hinter dem, was gibt es dahinter, hinter der Diät, sagen wir es mal so? Ja, ich sage eigentlich immer, dass eine Diät sozusagen eigentlich nur eine Symptombekämpfung ist. Und wenn jemand an Übergewicht leidet, dann ist die Schraubstelle eigentlich eine ganz andere, als dass er jetzt irgendwie durch das Essen Gewicht verliert, weil das ist meistens gar nicht das Problem, sondern hinter dem Gewicht stehen meistens ganz, ganz andere Anliegen und Probleme. Und das Übergewicht ist dann sozusagen das Symptom, was sich äußert und was uns darauf aufmerksam macht, dass vielleicht irgendwo in einem anderen Bereich einfach gerade was vielleicht nicht in Ordnung ist, ja. Und das geheilt werden möchte, einfach ein Signal dafür, dass das was geheilt werden möchte. Und ich betrachte das in meinen Coachings immer sehr ganzheitlich. Ich spreche auch oft über emotionales Essen, weil es eben ganz oft eben so ist, dass wir durch das Essen auch ja unsere Gefühle kompensieren, weil wir unsere Gefühle vielleicht ganz oft gar nicht wahrnehmen wollen, sie einfach verdrängen wollen, nicht schauen wollen, was dahinter steht, was sie uns sagen möchten. Und das ist eben auch ein Riesenthema in meinen Coachings, eben das emotionale Essen, das erstmal zu erkennen, weil ganz viele Menschen verurteilen sich ja auch für ihr Gewicht und ihren Körper. Sie denken ganz oft, ja, sie sind undiszipliniert oder willensschwach, irgendwie zu blöd, eine Diät durchzuhalten. Also alle diese Sachen, die höre ich bei mir ständig, ne?
Und das auch erstmal zu begreifen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es vielleicht eben das Essen mehr sein könnte, als einfach nur, ja, dass es lecker ist und dass wir, weil es so gut schmeckt, nicht darauf verzichten können, sondern auch zu sehen, dass es vielleicht einfach unser Ventil ist und dass es uns deshalb so schwer fällt, auch darauf zu verzichten, ja. Und jeder Mensch hat irgendwie unterschiedliche Ventile. Der eine, der macht übermäßig Sport, der andere, der raucht, der trinkt, der ist aggressiv. Also es gibt so viele Formen von auch destruktiven Ventilen einfach. Und das Essen kann eben auch ein Ventil sein. Und da erstmal ja die Achtsamkeit hinzulenken und zu verstehen, okay, das könnte vielleicht auch der Grund dafür sein, warum mir das so schwer fällt und warum vielleicht meine Freundin damit gar kein Problem hat, weil dieses Thema Vergleichen ist ja dann auch ganz oft ein Riesenthema und dann heißt ja, aber meine Freundin oder mein Partner oder wer auch immer hat damit gar kein Problem, warum habe ich dann damit ein Problem? Und auch zu sehen, dass jeder irgendwie seine Baustellen eben halt auch hat im Leben und dass die nicht immer identisch sind, ja, und dass wir uns dann nicht nur da vergleichen, sondern auch im Ganzen einfach mal anschauen, okay, vielleicht hat der einfach auch andere destruktive auch Gewohnheiten, so wie ich auch. Und eben, und da erstmal den Fokus hinzusetzen und das auch als Möglichkeit wahrzunehmen. Und dann kann man eben auch schauen, okay, was kann ich denn dagegen tun, ja? Oder wie kann ich damit anders umgehen? Wie kann ich anfangen, mit meinen Gefühlen anders umzugehen, anstatt sie zu verdrängen und zu kompensieren? Was möchten Sie mir vielleicht sagen? Was kann ich für alternative Strategien, konstruktive Strategien entwickeln, die mir helfen, mit meinen Gefühlen auch anders umzugehen? Und ja, das sind so die Kernthemen sozusagen ja auch in meinem Job. Ja, wunderschön. Hast du sehr schön umschrieben. Und ich möchte einmal darauf zurückgehen. Du hast ja gesagt, es ist ein Ventil und jeder hat sein eigenes Ventil. Und ich glaube, auch jeder sollte irgendwo ein Ventil haben, aber sich vielleicht wieder ein konstruktives Ventil suchen. Und dass du auch gesagt hast, mal zu schauen, was haben die anderen vielleicht für ein Ventil. Aber mein Ventil ist vielleicht jetzt das Essen. Ja. Und wenn du jetzt aber sagst, du hast ja jetzt auch in deiner Erfahrung, durch deine Coaching, durch den Online-Kurs, durch den Weg mit deinen Klienten ja auch schon rausgefunden, gibt es so ein Hauptaugenmerk, warum sich manche Menschen das als Ventil suchen? Was haben sie vielleicht erlebt in der Vergangenheit oder was sind so deren Themen? Gibt es da so ein, zwei, drei Hauptthemen, die die meistens haben? Also jetzt Hauptthemen ist schwierig, es ist tatsächlich sehr individuell, aber was eben passiert ist, dass wir das ganz oft schon ganz früh lernen, so wie du es auch gerade gesagt hast, eigentlich oft schon in der Kindheit so gewisse Strategien einfach lernen, unbewusst natürlich, wir sind Kinder und wir machen zum Beispiel einfach die Erfahrung, okay, ich habe gerade irgendwie Stress gehabt oder ich habe mich traurig gefühlt oder mir ist gerade langweilig und ich esse und dann auf einmal fühle ich mich kurzzeitig gut, ja, ist ja auch klar. Also gerade auch, ne, wenn man Süßigkeiten isst und viel Zucker zu sich nimmt, das ist natürlich mal kurz dann ein Dopaminrausch, der dieses negative Gefühl, was wir gerade haben, unterbricht. Und wenn wir das eben, wenn wir die Erfahrung machen und dann auch irgendwie die Erfahrung machen, oh, das hat mir jetzt gerade gut getan, dann kann sich das eben einfach auch neuronal verankern in uns, dass wir, ja, dass wir uns dann Stück für Stück darauf konditionieren, dass wir das dann in den Momenten einfach brauchen. Und das ist uns aber eben ganz oft nicht bewusst, dass wir so uns dahingehend unbewusst dahin konditioniert haben, dass wir in Momenten, wo wir dann vielleicht wieder Stress haben oder wieder Langeweile haben oder uns traurig fühlen, dann so dieses Riesenverlangen nach auch Essen haben, je nachdem, was das dann für ein Essen ist, aber generell. Und das passiert eben unbewusst und eben auch schon oft früh, manchmal aber auch aus Situationen heraus, auch in der Jugend oder vielleicht auch jemand hat eine schlimme Trennung erlebt oder einen Todesfall erlebt und hat dann das erst gelernt. Also es kann auch später eintreten, aber Tatsache ist, dass es uns ganz oft eben nicht bewusst ist, dass wir halt einfach das Erste sozusagen, was uns in dem Moment geholfen haben, das halt irgendwie verankern und dann ja uns da leiten lassen, ohne dass wir ein Bewusstsein dafür haben, dass das irgendwie dahinter stehen könnte. Und wenn jetzt zum Beispiel Menschen herausgefunden haben, oh, ich glaube, ich esse emotional, ich glaube, da gab es mal etwas in meiner Kindheit und auch verstanden haben, ich glaube, ich esse, weil das und das passiert ist oder weil ich mich damit immer besser gefühlt habe. Wenn ich jetzt sage, ich habe das verstanden, es ist mir schon so ein bisschen bewusster geworden und gleichzeitig passiert aber in meinem Alltag wieder was und ich
will da wieder rein, weil ich will, weiß ich nicht, die Schokolade aus dem Kühlschrank nehmen, weil ich jetzt Stress habe oder weil ich traurig bin. Hast du da einen Tipp, wie man das für sich durchbrechen kann? Ja, also das ist natürlich ein Prozess und das ist auch ein Stück weit Arbeit. Das muss ich einfach dazu sagen, weil das ist nichts, was wir von heute auf morgen, ja, wir haben uns ja, wie ich gerade gesagt habe, teilweise jahrelang dahin konditioniert und dieses Verlangen ist teilweise auch sehr groß und wir müssen einfach, ja, ich sage immer von beiden Seiten arbeiten. Also ich mache jetzt mal das Beispiel, was einfach ganz gut zur Veranschaulichung ist. Jemand isst immer aus Stress, ja, also immer wenn Stress aufkommt, hat er dieses Riesenbedürfnis irgendwie zu essen. Dann können wir natürlich auf der einen Seite gucken, okay, wie kann ich meinen Stress anders abbauen? Ja, was kann ich tun? Und das ist sehr individuell. Also wenn ich da jetzt jemanden sagen würde, hey, also mir hilft bei Stress total Sport machen. Die Person aber ist zum Beispiel jemand, der irgendwie gar nicht gerne Sport macht. Dann und ich sage, du solltest aber Sport machen, statt zu essen, um deinen Stress abzubauen. Dann würde das die Person wahrscheinlich noch viel mehr unter Druck setzen und in Stress bringen und das Bedürfnis nach Essen noch viel mehr verstärken. Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass man individuell mal in sich reinhört und Sachen brainstormt mal, die man einfach wirklich generell gerne macht und die einen relaxen. Und das kann so individuell sein, ja. Also der eine, der macht gerne Yoga oder Meditation, den anderen stresst das aber zum Beispiel wieder, der geht lieber laufen oder der nächste liest gerne ein Buch oder macht mal einen Power, macht vielleicht einfach mal die Augen zu. Atmet mal tief in sich rein. Also es gibt so viele unterschiedliche, ja, auch Stressventile und die kann ich niemandem vorgeben. Was ich nur sagen kann, ist, dass man wirklich sich mal die Zeit auch schenkt, sich damit zu beschäftigen, sich mal zu beobachten und zu schauen, wo, in welchen Situationen bin ich eigentlich relaxed oder was tut mir gut, wo kann ich meinen Stress noch anders abbauen. Und wenn man das dann mal sich ein paar Gedanken darüber gemacht hat und auch ein paar Ideen hat, wie man das vielleicht, was man für Alternativen anwenden kann, dass man sich dann natürlich auch die Chance gibt, sich darauf neu zu konditionieren. Weil wenn du jetzt, ich mache jetzt das Beispiel, wenn du jetzt malst, also wenn du jetzt sagst, okay, malen, das relaxt mich total und jetzt anfängst irgendwie statt Schokolade zu essen, zu malen, dann wird sich das natürlich nicht von Tag 1 genauso gut anfühlen wie die Schokolade, ja, weil das hast du ja so gelernt, das sind Gewohnheiten, die sind tief verankert, aber wir Menschen, wir sind Gewohnheitstiere und wir können uns auch neu konditionieren und bewusst auch konditionieren auf Dinge, die uns gut tun. Und wenn du jetzt gerne malst, dann ist das ja auch was Positives, ja. Und wenn du das dann eine Weile lang mal machst und dir wirklich die Chance gibst, dir und deinem Gehirn die Chance gibst, da auch neue Bahnen bilden zu lassen für neue Gewohnheiten, dann irgendwann mal ist es so, dass du dann auch das Verlangen danach hast, ja, dass du dann auch so konditioniert bist, dass du Stress hast und dass dann das Bedürfnis hast, jetzt zu malen. Ja, es ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Das ist das eine, dass man eben wirklich mal kreativ neue Ventile für sich sucht und auch sich die Chance gibt, da neue Gewohnheiten zu etablieren. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, also das ist ja sozusagen das, wie wir darauf reagieren, ja. Aber man kann natürlich auch, und das sollte man auch, präventiv schon arbeiten und schauen, warum bin ich zum Beispiel immer so gestresst, ja? Wie lasse ich diesen Stress entstehen und wie kann ich auch da entgegenwirken, dass ich gar nicht mehr so stark in diese Situation komme, ja? Vielleicht, also kennt vielleicht auch jeder Menschen, die total viel zu tun haben, aber immer relaxed sind und dann andere, die haben irgendwie drei Aufgaben am Tag und erzählen jedem, oh Gott, ich muss noch das und das und das machen. Ja, also Stress entsteht ja auch ganz oft eben auch durch die Art und Weise, wie wir über die Dinge denken, was für einen Druck wir uns selber eben auch machen, wie unsere Selbstgespräche funktionieren, wie weit wir uns auch abgrenzen können und gesunde Grenzen setzen können. Also das ist natürlich auch nochmal ein Riesenthema einfach, aber dass man da auch sich einfach mal bewusst die Zeit für nimmt und schaut, okay, ich habe jetzt rausgefunden, aus der und der Emotion raus esse ich oft, dass man auch schaut, wie man diese Emotionen in seinem Leben generell auch ja, reduzieren kann und da präventiv da arbeiten kann. Egal, und das war jetzt wie gesagt nur das Beispiel mit Stress, aber es kann ja auch mit Trauer sein, mit Langeweile sein, mit Unzufriedenheit, ja, und da kann alles passieren, da kann man auch rausfinden, hey, ich bin eigentlich total unglücklich in meinem Job, vielleicht darf ich auch einen anderen Job machen oder ich bin unglücklich in der Stadt, in der ich lebe, vielleicht darf ich auch umziehen, ja, vielleicht darf ich solche Entscheidungen auch treffen und dass man da wirklich mal, ja, da den Fokus hinsetzt und ja, der Ursache mal wirklich auf den Grund geht, anstatt jetzt irgendwie eine Diät zu machen und zu denken, okay, wenn ich meine 5 Kilo weniger habe, dann bin ich glücklich, dann ist meine Unzufriedenheit weg, dann, ne, wir projizieren ja auch ganz oft
das auf, das höre ich auch so oft, wenn ich dann endlich abgenommen habe, dann bin ich glücklich. Und so ist es eben auch nicht, auch wenn Menschen abnehmen, das höre ich auch jeden Tag, Menschen, die schon Diäten gemacht haben und irgendwie auch abgenommen haben, auch ihr Zielgewicht erreicht haben und dann trotzdem noch nicht glücklich waren, weil das war halt einfach gar nicht das Problem, ja, also, sondern das hat sich einfach nur so gezeigt, aber die Ursache wurde gar nicht ergründet. Und das ist einfach wichtig, dass man ja dem auf die Schliche kommt und auch sich selber die Zeit schenkt, ja, sich mit dem Thema mal wirklich auseinanderzusetzen. Also für mich hört sich das jetzt auch gerade so an, dass eine Diät fast wie so ein Gullydeckel ist oder etwas, was zudeckelt, weil wir eigentlich sagen, wir machen eine Diät und dann ist es auch kurzfristig okay vielleicht und ich kann mich auch vielleicht mal für 2, 3 Wochen disziplinieren. Aber was wirklich unter dem Gullydeckel, was wirklich im Keller ist, das gucke ich mir lieber gar nicht an. Deswegen könnte sogar die Diäten Ausflucht sein, zu sagen, ich mache lieber Diäten, als wirklich dahin zu schauen, wo es weh tut. Ja, definitiv. Bei mir, also in meinen Coachings gibt es ganz unterschiedliche Menschen auch. Also es sind viele Menschen auch, die zu mir kommen, die wirklich große Abnahmen auch gesundheitlich wirklich benötigen, weil sie unter starkem Übergewicht auch leiden. Aber zu mir kommen zum Beispiel auch Menschen, die wollen nur 3 bis 5 Kilo oder so verlieren, weil sie sich einfach unwohl fühlen und fragen mich dann immer, bin ich dann auch bei dir richtig? Dann sage ich immer ja, weil das Thema eben auch zum Beispiel Selbstvertrauen, Selbstliebe ein ganz Riesenthema bei mir in den Coachings ist. Und ganz oft kommt dann nämlich auch raus, hey, es lag ja gar nicht an den 5 Kilo, dass ich nicht selbstbewusst war oder mich selbst so abgelehnt habe, sondern es lag an ganz anderen Dingen und dass man da dann wirklich da auch die Chance hatte, dann an diesen Themen auch zu arbeiten. Ja, und ich finde auch, wenn man das Thema dann gefunden hat, du sagst ja, es ist ja auch ein Weg und sagen wir mal, wir haben jetzt ein Thema mit unserer Selbstliebe, ist es ja nicht so, dass man auf einmal sagt, nach dem Kurs oder nach dem Buch, dass wir auf einmal die Selbstliebe gefunden haben, sondern es ist ja auch ein Weg. Wir werden ja immer mal wieder rauspoltern, mal wieder in unsere Selbstliebe gehen. Aber schon alleine das rauszufinden, warum unsere Kilos wahrscheinlich mit welchem Thema auch immer zu tun haben und einfach das auch liebevoll anzunehmen und zu sagen, das ist jetzt so und ich kann jetzt da was tun. Und wahrscheinlich poltern die Kilos dann auch einfach, wenn wir an diesem Thema arbeiten und auch in liebevoll mit uns dann auch sind. Ja, das ist mir ganz wichtig, weil gerade bei dem Thema, also ich arbeite auch viel mit Frauen eben auch zusammen und so dieses Selbstablehnen, dieser Selbsthass, der ist gerade bei diesem Thema halt so unglaublich groß und das ist ja so kontraproduktiv, weil wenn wir uns selber so sehr ablehnen, dann ist das auch unbewusst so, dass wir uns auch gar nicht gönnen, sozusagen auch irgendwie gesund zu sein, uns wohl zu fühlen, irgendwie einen Körper zu haben, den wir auch so gerne mögen. Und wenn wir uns unwohl fühlen und uns selber, also diese Selbstgespräche auch mit uns führen und uns ständig irgendwie selber klein machen und runter machen und aber dazu neigen, auch aus Essen oder mit dem Essen auch zu kompensieren, dann ist das ja wirklich ein Teufelskreis, der da entsteht, weil umso schlechter wir mit uns selber reden, umso mehr Bedürfnis haben wir dann auch wieder nach Essen, dann essen wir wieder und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man da ja einen liebevollen Weg einschlägt. Und so wie du gesagt hast, ich meine, das ist ja auch bei allem so im Leben, ja, wir haben ja nie ausgelernt und alles ist irgendwie ein Weg, ja, ist immer nur die Frage, wie man den eben auch geht, ob man sich da selbst irgendwie an die Hand nimmt und sagt, okay, also ich mit mir gehe den gemeinsam in Liebe und auch in Geduld und oder ich, ja, ich quäle mich auf dem Weg und ja, bin die ganze Zeit noch extra gemein zu mir. Was ich immer ganz interessant finde, und vielleicht kannst du das auch so ein bisschen bestätigen, dass wenn ich so mit meinen Klienten arbeite, virtuell oder auch in meiner Praxis, dass oft die Menschen schon wissen, welches Thema das ist, aber sie am liebsten alle anderen Themen erstmal bearbeiten als das. Und fällt das so deinen Klienten oder die auch deinen Online-Kurs machen, auch manchmal so auf, dass sie sagen, boah, krass, das ist das Thema und da soll ich jetzt wirklich noch weiter rein? Klar. Klar, da sind natürlich auch oft Ängste mit verbunden und ja, also viele wissen schon von Anfang an eigentlich, wo es hingehen sollte, aber verdrängen das. Viele Menschen sind ja auch zum Beispiel, also habe ich auch gerade auch für Frauen, ja auch oft sehr aufopfernd und auch sehr viel für andere Menschen immer da, aber für sich selber nimmt man sich nie die Zeit und das ist auch nicht immer nur sozusagen dieser Akt, dass man anderen Menschen wirklich helfen will, sondern oft ist das auch ein Ausweg,
sich nicht mit sich selber beschäftigen zu müssen. Ja, also das ist auch was, dass man sich mal zugesteht, okay, muss ich wirklich für alle immer da sein oder mache ich das wirklich nur ohne Eigennutz und oder ist das auch vielleicht was ein Ausweg, auch um nicht dahin zu gucken zu müssen, wo es bei mir irgendwie gerade brennt. Ja, damit will ich keinem unterstellen, der hilfsbereit ist irgendwie, dass er das nicht von Herzen macht. Das ist ja auch ein unbewusster Prozess ganz, ganz oft, ja, aber es ist tatsächlich oft so, dass gerade wir Frauen auch uns ganz gerne um alle Probleme von allen Menschen kümmern, nur um irgendwie auch nicht hingucken zu müssen, was eigentlich bei uns gerade das Problem ist. Du, das sprichst du mir total aus der Seele auch und ich kann da jetzt einfach mal so von mir sprechen. Es ist auf jeden Fall so, ich bin auch jemand, der super gerne gibt und gleichzeitig sage ich immer so, ihr braucht mir auch nicht zurückgeben, so gefühlt. Ich habe aber einfach gelernt, dass es gut ist, dass man auch was zurückbekommt, also und auch, dass man sich auch erlaubt, es anzunehmen, die Hilfe anzunehmen, den Lob, das Feedback, einfach mal Danke zu sagen. Und ich auch bei mir gemerkt habe, wenn ich so Phasen habe, wo ich mir das wieder nicht erlaube, wo ich so in meine alten Strukturen reinfalle, dass ich mehr zur Schokolade greife oder mehr auch mal mir beim Bäcker eher das Franzbrötchen in Hamburg hole, weil ich dann das Gefühl habe, also wenn ich das vom Außen nicht bekomme, dann gebe ich mir das selber gerade. Ne? Und ich dann auch in so Phasen bin, wo ich sehr viel gebe und dann mich immer wieder reflektiere, wenn ich diese Phasen habe, warum bin ich jetzt jeden Tag mit meiner Kleinen gerade wieder beim Bäcker? Ne? Ja. Wo, genau, also es ist genauso für mich ein Weg, ich denke mal für dich auch. Ich meine, du bist ja super sportlich und super schlank, würde ich jetzt auch sagen, und auch sehr durchtrainiert. Ist es für dich eigentlich auch ein Thema? Ja, für mich persönlich gar nicht mal so. Also es hat auch nicht so angefangen. Also es ist ja oft so, dass wenn Menschen sich jetzt gerade auf diese Themen auch spezialisieren, dass da eine eigene persönliche Geschichte dahinter steht. Bei mir war das auch eine persönliche Geschichte, aber nicht direkt auf mich bezogen, sondern bei mir war das so, dass als ich jung war, meine kleine Schwester übergewichtig war und meine beste Freundin zu der damaligen Zeit. Und dadurch, dass ich eben so ja, sportlich war immer schon, weil ich einfach immer schon, ja, gerne Sport gemacht hat, hatte ich jetzt, also jede Frau hat mal ihre Themen im Körper auch, ja, aber das war jetzt nie irgendwie, ja, extrem bei mir. Und ich habe halt, aber ich habe sehr darunter gelitten, weil gerade meine kleine Schwester wurde sehr gehänselt und die ist 8 Jahre jünger als ich, also das war so, es war ganz schrecklich für mich, das irgendwie mit angucken zu müssen, dass sie da so unglücklich ist und ich wollte ihr da wirklich helfen und meiner Freundin auch und ich stand sozusagen damals ja auch als Referenz für sie so oder als Anlaufstelle so, Julia, wie machst du das denn, warum hast du denn damit kein Problem, ja, und ich habe halt damals immer versucht, dann über diesen Disziplin-Button zu helfen und zu sagen, ja, also ist doch ganz einfach, du isst einfach ein bisschen weniger und dann machst du mehr Sport und ich bin dann teilweise, habe ich mich mit denen auch verabredet und habe dann Sport mit denen gemacht und so und das hat, ja, das waren auch alles gut gemeinte Ratschläge, aber die haben halt nachhaltig überhaupt nicht geholfen, weil das haben die dann halt mal wenn es gut lief, 2 Wochen gemacht und dann sind sie wieder in ihre alten Muster verfallen und mich hat es damals echt beschäftigt, also ich war da selber noch jung und ich habe damals, ich weiß noch, mit Freunden von meinen Eltern gesprochen, die waren Psychologen, da habe ich nachgefragt, wie kann das denn sein, weil ich es einfach nicht verstehen konnte, dass die so unglücklich sind, wissen, dass sie jetzt irgendwie wegen dem Gewicht anscheinend so unglücklich sind und das nicht einfach lassen können, dann einfach ein bisschen weniger zu essen oder warum sie sich nicht einfach mehr bewegen, so, weil für mich war die Lösung so klar auf der Hand und irgendwie, ja, habe ich gar nicht verstanden, warum das so schwer für sie ist. Und ja, das Thema hat sich dann erstmal so ein bisschen, habe ich das wieder aus den Augen verloren, weil bei meiner Schwester hat sich das so ein bisschen verwachsen. Die ist einfach riesengroß geworden, größer als ich. Und du hast es ja in der Einleitung auch gesagt, ich habe BWL studiert, ich bin zum Studieren gegangen, ich habe auch in der Industrie gearbeitet und irgendwie mit ganz anderen Themen dann irgendwie beschäftigt. Und für mich persönlich, ich hatte eigentlich immer so einen relativ, ja, sag ich mal, gut, also normalen Bezug zu Essen und auch zu Bewegung. Und ich habe dann aber aus persönlichen Gründen irgendwann mal ein Coaching gemacht, weil es mir einfach persönlich nicht gut ging. Und dann bin ich auf das
also auf Coaching gekommen, weil ich war nur eine Stunde bei einem Coach und der hat mir einfach so geholfen und ich war dann so geflasht und war so, oh mein Gott, mit was für einfachen Mitteln der mir eigentlich gerade geholfen hat. Das hat mich so beeindruckt, dass ich dann mich für das Thema interessiert habe und dann irgendwann selber eine Coaching-Ausbildung gemacht habe. Einfach nicht, weil ich damit arbeiten wollte, sondern einfach, weil mich das Thema interessiert hat. Und als ich dann aber diese Coaching-Ausbildung gemacht habe und die ganzen Tools gelernt habe, sind mir dann witzigerweise meine Schwester und meine Freundin von damals wieder in den Sinn gekommen. Bei ganz vielen Sachen, die ich gelernt habe, habe ich gedacht, das hätte ich damals mal versuchen sollen. Das hätte vielleicht geholfen, ne? Weil da hat man, Ja. sieht man irgendwie, dass ich habe das noch nicht so ganz verarbeitet gehabt, dass ich da auch so hilflos war als jemand, der helfen wollte, ja. Und ja, und so ist sozusagen die Idee entstanden zu dem, was ich heute mache. Also ich bin selber da nicht betroffen, aber ich helfe einfach mit dem Thema gerne Leute. Und ich glaube, ich habe dadurch auch ein bisschen so die Distanz dazu. Und ja, mittlerweile natürlich auch super viel Erfahrung, weil ich schon mit wirklich sehr vielen Menschen da ganz eng zusammengearbeitet habe. Ja, mega schön. Ich finde, das ist ja auch so etwas, wenn wir klein sind und wir helfen wollen und wir aber nicht wissen, wie. Und auf einmal gibt uns jemand diesen Zauberkasten und man denkt so, was? Ja, Krass. Ja, so geht total. es mir auch. Ne? Und ich denke dann auch immer so, warum bringt uns das keiner in der Schule bei? Ne? Warum? Also bei manchen Coachings bei mir möchte ich eigentlich sagen, die möchte ich gar nicht mehr führen. Die möchte ich einfach, dass das Eltern verstehen, dass das in den Schulen beigebracht wird, dass es einfach so selbstverständlich ist. Und ich möchte einmal noch mal kurz zu diesem Bild des übergewichtigen Menschen hin. Natürlich, du hast nämlich so gesagt, man guckt sich die Menschen an, die füllig sind, übergewichtig ist und genauso wie du es dann auch erlebt hast, warum nehmen die nicht einfach ab? Das haben wir ja oft, ne? Und ich glaube auch, dass die übergewichtigen Menschen dann auch wirklich das ja auch spüren. Die wissen ja, die gucken mich jetzt an und eigentlich weiß ich auch, ich könnte das irgendwie abnehmen, aber ich weiß nicht wie. Und das ist ja häufig im Leben so, dass wir wissen, wo es ist, aber wir nicht wissen wie. Deswegen ist es ja auch so schön, dass es Coaches gibt, Energieheilung gibt, dass es Online-Kurse gibt, Bücher gibt. Ich bin da so dankbar für und egal, bei wem man landet, Hauptsache man hat da ein gutes Gefühl und fühlt sich aufgehoben. Und so wie du schon gesagt hast, du reichst die Hand für etwas, wo Menschen mit ausspringen können und sagen können, hey, das ist mein Thema, ich möchte Gewicht verlieren und das mache ich ganz gerne mit Julia. Und deswegen hast du ja auch den Online-Kurs konzipiert. Kannst du da noch mal so ein bisschen was erzählen, wie der abläuft, weil ich das ganz schön finde, weil ich finde schon durch unser Gespräch und auch alles, was ich Menschen beibringe, merkt man ja, das geht manchmal nicht in einer Coachingstunde und das ist ein Weg. Und ganz häufig haben wir ja dann auch das Gefühl, ich darf mir das gar nicht gönnen, vielleicht 10 oder 20 Mal zum Coach zu gehen. Das ist ja auch teuer. Und dann finde ich das so schön und so charmant, so einen Online-Kurs zu haben, zu sagen, da kriegst du all mein Wissen, alles, was ich mir angelesen habe, alles, was ich schon die Therapeuten und Psychologen mit 10 Jahren oder mit 16 Jahren vielleicht befragt habe und alles, was ich so aufgesogen habe, habe ich dort reingepackt. Und das finde ich so schön, dass wir das einfach die Möglichkeit haben, unser Wissen auch weiterzugeben. Kannst du da so ein bisschen erzählen, was man in dem Online-Kurs so lernt? Und kann man den jederzeit machen? Das wäre auch noch meine Frage, weil meinen kann man immer nur mit mir in dem Rahmen machen. Kann man den jederzeit starten, wäre auch noch eine Frage von mir. Ja, super gerne. Ich gehe da gleich gerne drauf ein. Ich würde nur gerne eine Sache noch vorab sagen, weil du das gerade gesagt hast mit diesem, man sieht das bei Übergewicht ja auch von außen und dass sich viele Menschen da auch wirklich ja, stigmatisiert fühlen und auch werden teilweise. Und das ist einfach auch was, was ich so wichtig finde, dass wir aufhören, auch irgendwie andere Menschen irgendwie zu verurteilen oder ihnen auch so ein Gefühl zu geben. Und natürlich, weil das sind ja auch Energien, das spüren, also selbst wenn wir nichts sagen, das spüren Menschen, Natürlich. wenn wir so denken, ja. Und das ist auch so vermessen, so zu denken, weil so wie ich am Anfang auch erklärt habe, dass jeder seine Ventile hat, ja, bei Übergewicht ist das jetzt natürlich was, das sieht man von außen, ja, das trägt man irgendwie so mit sich rum, aber der daneben steht, der hat vielleicht ein anderes, sehr destruktives auch Ventil und auch seine Baustellen im Leben, die man eben nicht sieht, ja. Und aber wir haben sie alle, ja, egal wo du hinguckst, egal welchen Menschen du gerade anschaust, der hat auch gerade irgendein Thema, ja, wo an dem es vielleicht gerade ein bisschen Arbeit bedarf. Und das ist auch ganz normal. Und ich finde, wir sollten aufhören, uns da gegenseitig irgendwie ja zu verurteilen. Und Total. das wollte ich einfach nur ganz kurz noch Ja, da sagen. fällt mir auch, ja, da fällt mir auch noch was zu ein. Ich finde ja immer alles, was uns im Außen triggert,
es hat ja immer was mit mir zu tun. Ja, Und genau. also, und wenn jemand das hat, darf er eigentlich mal bei sich gucken, welche Ventile oder destruktive Ventile hat derjenige dann überhaupt. Das ist ja immer auch ein Genau. Abgeben. Ne? Ah ja, Ja, du total. bist ja Ja, dick und genau. ich habe ja nichts, aber es Genau. ist, macht halt was mit uns. Ne? Und deswegen glaube ich, springen da auch Ja, so total. viele drauf an, weil sie ein Spiegel sind und uns eigentlich Ja. zeigen, wir haben noch ein Thema mit uns, was halt ein anderes Thema ist. Ja, wunderbar. Genau, und wir haben alle ein Thema. Also das ist einfach auch so, ne? Ja. Es gibt einfach nicht irgendwie den Menschen, der irgendwie alles perfekt macht und alles, also und perfekt gibt es schon Nein. gar nicht, deswegen wird es auch schwer, alles perfekt zu machen. Und ich Und glaube, wenn wir deswegen. ein Thema durchdrungen haben, dann kommt wieder ein neues oder wir kommen auf eine Exactly. andere Ebene Ja, des genau. Themas, ne? Das ist ja auch das, was wir eben besprochen haben, dass alles immer ein Weg ist und dass es da immer auch wieder ja, Ja, neue Herausforderungen gibt, ja. an denen wir ja auch wieder wachsen können und auch wieder ja, uns stärken oder uns selber auch ja, Stärke, das uns bringt. Und genau, ja, das wollte ich nur kurz sagen. Und Sehr schön. zum Online-Programm, genau. Also ich liebe auch, muss ich echt sagen, mittlerweile mein Online-Programm. Ich habe früher viel im 1 zu 1 gecoacht oder habe auch Workshops gegeben. Und dann irgendwann mal kam die Idee zu dem Online-Programm. Und das ist ein 10-Wochen-Programm. Das heißt, jemand, der sich sozusagen da anmeldet, der committet sich auch mal wirklich, sich 10 Wochen wirklich Zeit zu nehmen für dieses Thema auch. Und das jede Woche schaltet sich ein neuer Schritt frei. Also es sind 10 Schritte. Und wir arbeiten dann immer gemeinsam an einem Thema, Unterthema sozusagen, das irgendwie in irgendeiner Weise eben mit dem Gewicht verknüpft ist. Also wie gesagt, emotionales Essen ist ein großes Thema. Wir arbeiten aber auch an einem eigenen Wertesystem, am eigenen Selbstbild, an den Glaubenssätzen, die uns vielleicht teilweise eben auch blockieren, sabotieren. Und genau, also es gibt 10 Themen, die wir dann pro Woche, gibt es eben einen Schwerpunkt. Und das Tolle am Online-Programm ist einfach auch, dass man die Möglichkeit bietet, sich auch mit anderen Menschen eben auch zu verbinden, die da sehr ähnlich ticken, ja. Und das ist dann manchmal auch eine ganz große, ja, Befreiung, irgendwie auch zu sehen, wow, man ist damit irgendwie nicht alleine und jemand anders, der denkt irgendwie in dem Sinne genau gleich wie man selber und man kann sich da irgendwie gegenseitig austauschen, motivieren, inspirieren, sich auch mal feiern und sich auch wieder auffangen. Und zu diesen Schritten, also es gibt eben den Mitgliederbereich, da gibt es dann Videos von mir, wo ich den Themenschwerpunkt der Woche immer ganz einfach auch erkläre. Dann gibt es viele Übungen auch zur Selbstreflexion. Dann arbeite ich auch viel mit hypnotherapeutischen Audios und auch mit Meditation. Und da gibt es dann immer ganz konkret, was sozusagen zu tun gibt unter der Woche. Und eben zusätzlich immer eine Gruppe, wo wir uns gemeinsam austauschen, wo man mir auch jederzeit auch Fragen stellen kann. Und zusätzlich dazu gibt es dann immer noch einmal in der Woche eine Live-Session, auch mit mir, auch dient auch dazu, den Themenschwerpunkt nochmal zu vertiefen. Und dadurch, dass das eben ja wir alle gemeinsam machen, ist das auch immer, hat das Programm auch immer ein Startdatum. Also wir fangen immer alle gemeinsam an und wir sind dann alle Schön. gemeinsam in Woche 1, wir sind dann alle Woche 2 und so weiter, genau. Und der nächste Start ist, der wird im Januar 2021 Schön. stattfinden. Genau, ja. Ist ja auch immer so ein Termin, wo man wieder seine neuen Vorsätze hat, ne? Wo man auch sagen kann, aber dieses Jahr mache ich es mal anders, wie Ja, ich es die anderen Jahre auf gemacht jeden habe. Fall. Genau, ja, einfach mal anders die Sache anzugehen und sich mal zu committen, auch wirklich. Und ja, also wirklich das Feedback zu dem Programm ist immer toll, weil Menschen auch das auch gerne machen. Also man hat zwar, wie wir vorhin gesagt haben, auch manchmal Angst, so Themen irgendwie anzugehen und dahinzuschauen, aber wenn wir es dann machen, dann ist das klar streckenweise mal anstrengend, aber es tut auch sehr, sehr gut und sich gerade auch so die Zeit für sich zu nehmen und auch sich auf einen Weg zu begeben, der sich irgendwie richtig anfühlt, weil man merkt, okay, das ist jetzt nicht irgendwie eine andere Betäubung in Form von einer Diät oder so, sondern das ist jetzt irgendwie was, das macht irgendwie Sinn, weil ich beschäftige mich hier wirklich mal mit mir, ich lerne mich selber besser kennen und ja, geh wirklich dem Kern auf den Grund. Voll schön. Sag mal, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sag, ah, ich habe jetzt so 3 bis 5 Kilo, die ich gerne abnehmen würde oder vielleicht auch mehr, gibt es da so 1, 2, 3 Tipps, wo du sagst, da dürfen die Leute erstmal hinschauen, dürfen sie machen? Gibt es das überhaupt oder würdest du sagen, das ist schon dieses Gesamtpaket, wo man hinschauen muss?
Also prinzipiell klar ist es das Gesamtpaket. Ich glaube, gerade bei Menschen, die jetzt gar nicht so viel abnehmen wollen, ist es oft ein Thema eben mit Selbstvertrauen auch, mit Thema Selbstliebe, so dass bei weniger ab, also sagen wir mal bei ein paar Kilo eben oft im Vordergrund, dass wir darauf projizieren, dass wir denken, wenn wir dann die eine Bauchfalte weniger haben, dann fühlen wir uns wohl und dann sind wir selbstbewusst. Ja, also dass man sich vielleicht auch erstmal so bewusst macht, das machen wir in meinen Coachings auch, dass man sich ein Ziel setzt. Das finde ich immer wichtig, dass man eben weiß, okay, was möchte ich erreichen, aber sich dann wirklich mal bewusst macht, was man wirklich erreichen will. Ja, man kann jetzt sagen, ich will 3 Kilo verlieren, aber was bedeutet das denn für mich? Wie Ja, fühle ich mich dann, ne? genau, Also was ist ja. das Gefühl, was ich erreichen möchte? Und da wird uns auch ganz oft dann schon klar, okay, das Gefühl, das kann ich mir auch ganz anders geben. Und wenn ich anfange, heute mich irgendwie auch schon anders zu verhalten, also ganz oft eben, wenn ich jetzt sagen würde, wie möchtest du dich denn fühlen? Ja, ich möchte mich selbstbewusst fühlen und ich möchte mich wohlfühlen. Und wenn man da dann fragt, okay, was würde sich dann verändern in deinem Leben, wenn du selbstbewusster wärst, wenn du dich wohlfühlen würdest? Und dass man das mal wirklich so auch mal durchspinnt und dann auch schaut, was man unabhängig jetzt von diesem Gewicht auch schon anfangen kann zu tun und wie man sich verhalten kann, eben jetzt das auch schon zu leben und sich dieses Gefühl auch ins Jetzt schon zu holen. Das ist super wichtig, auch bei geringen Abnahmen auch. Und prinzipiell einfach so als Tipp auch mal eben dieses emotionale Essen so ein bisschen, das kann jeder mal machen, zu hinterfragen, ist einfach, ja, sich mal, ich sage mal so eine Art, eine Kombi-Ernährungs-/Emotionstagebuch zu führen. Und mal zu schauen, okay, in welchen Situationen, also esse ich, also wirklich mal wirklich aufschreiben, alles, was man isst am Tag und dann dazu schreiben, was mache ich gerade und wie fühle ich mich gerade. Und wenn man das mal, sage ich mal, 3 Tage oder so mal macht, dann erkennt man schon ganz häufig ein Muster und sieht, okay, ich ganz oft, wenn ich gestresst bin, esse ich oder ganz oft, wenn mir langweilig ist oder es gibt natürlich auch Kombinationen davon, aber man erkennt einfach ein Muster und dass man dann sich mal hinsetzt, wie ich vorhin gesagt habe, und wirklich mal brainstormt, was könnte ich denn, welches andere Ventil oder welche Optionen gibt es, um meinen Stress anders abzubauen oder um mich zu trösten oder um Langeweile zu überbrücken und da wirklich mal kreativ sein und dann mal anzufangen, sich da das mal auszuprobieren und zu sagen, okay, ich lege da jetzt mein Bewusstsein drauf und ich fange jetzt mal an, immer wenn ich Stress habe, eben was anderes auszuprobieren. Auch wenn ich das Bedürfnis habe, ich gebe mir jetzt selber mal die Chance, was zu machen, was ich normalerweise nicht machen würde und da neue Gewohnheiten einfach zu etablieren. Ich habe auf meiner Webseite auch einen Selbsttest zum Thema emotionales Essen, den kann man auch zusätzlich gerne mal machen. Aber natürlich so das Aufschreiben und das Reflektieren, das ist natürlich noch viel aussagekräftiger als jetzt so ein Test. Weißt du, ich war auch selber wieder in diesem Muster drin des Essens, wie ich Mama wurde oder Neumama geworden bin, weil ich gemerkt habe, dass mein Energiesystem nicht so stimmte nach der Geburt. Und es ist so interessant, da nochmal so reinzuspüren, weil ich das mit dem emotionalen Essen auch total kenne und es manchmal sogar sage, ja, ich weiß jetzt. Aber ich mache es trotzdem. Trotzdem. Aber ich bin dann aber auch fein mit mir. Also ich entscheide dann wirklich, ich mache das jetzt trotzdem und ich bin trotzdem in Liebe mit mir und ich esse das jetzt auch gerne. Ich finde, das ist auch noch mal was ganz Schönes. Man darf sich ja trotzdem was gönnen. Also auch Total. wenn man merkt, ja, ich bin jetzt eigentlich, wäre ich der emotionale Esser und ich esse das jetzt, um mich zu befriedigen und ich habe jetzt, dann mache ich das jetzt vielleicht einmal im Monat und dann mache ich das aber auch wirklich in Liebe mit mir, ich feiere das, dass ich das jetzt esse, was ich vielleicht mir sonst vielleicht nicht so gönne. Also das finde ich auch, ja. Ja, total wichtig auch. Und da eben sich dann auch nicht dafür zu verurteilen. Und das möchte ich vielleicht auch noch sagen. Natürlich, das emotionelle Essen ist ein großer Faktor, der auch zu Übergewicht zum Beispiel führen kann. Aber es ist auch nicht der einzige. Es gibt auch wenn man dieses Ernährungstagebuch da mal führt, wird man auch sehen, dass man manchmal da sitzt und sagt so, weiß ich jetzt überhaupt nicht, was das für eine Emotion. Habe auch gerade gar keinen Grund, jetzt irgendwie zu essen. Also es gibt auch viele einfach unbewusste Gewohnheiten, die wir uns halt einfach angewöhnt haben, die auf Autopilot ablaufen, die
ja, die zu Übergewicht führen, ja, und die aber für uns jetzt gar nicht die Riesenbedeutung haben, aber wir denen halt auch nie die Aufmerksamkeit geschenkt haben, weil sie einfach Gewohnheiten sind und ganz automatisch ablaufen, dass immer, wenn wir an irgendeiner, weiß ich nicht, Keksschale vorbeilaufen, da mal reingreifen und dass man und Sachen machen, die uns eigentlich gar nichts bedeuten, ja, und am Ende des Tages sind es eben auch wirklich unsere Gewohnheiten, unsere alltäglichen Gewohnheiten, die dann auch zu Übergewicht führen und an denen muss man natürlich auch arbeiten. Und das emotionale Essen sind auch Gewohnheiten, aber das hat ja noch eine Bedeutung für uns, ja. Und da ist es auch manchmal schwieriger, dann Nein zu sagen. Aber es gibt auch ganz viele unbewusste Gewohnheiten, die ganz einfach sind, wenn man die sich mal wirklich anschaut. Und da kann man ja auch dran arbeiten und dann hat man auch mal mehr Platz mal für einen, sag ich Ja. mal, emotionalen Ausbruch, wo man dann sagt, so, hey, heute möchte ich das aber gerne auch, ne? Weil Was ich nochmal ganz interessant fand, auch so für mich zu wissen, dass es viel schwerer ist, am Tag Dinge nicht zu tun, auf die wir konditioniert sind, als die Dinge zu tun, die wir gerne machen würden. Also auch unser Energiesystem, auch unser Gehirn ist viel mehr damit beschäftigt, Sachen nicht zu tun. Und es ist eine viel größere Überwindung, den ganzen Tag etwas nicht zu tun, was wir eigentlich sonst getan haben, als zu sagen, okay, ich implementiere jetzt was Neues und gehe vielleicht mal für 30 Minuten joggen. Und wenn wir uns da mal zu überwunden haben, dann ist es auch okay, aber tagtäglich etwas nicht zu tun, was wir halt sonst kennen, das ist halt einfach auch echt willensstark. Also das nochmal an alle Hörer und Hörerinnen, die schon Gewicht abgenommen haben oder da jetzt gerade bei sind. Das ist ein mutiger, toller Weg einfach. Ja. ja, und zeigt auch Stärke und Total. ja, total, auf jeden Fall. Julia, gibt es noch irgendwas, was dein Herz gerade sagt, was Hörer, meine Hörerinnen noch wissen sollten? Sonst stelle ich dir nämlich gleich noch ein paar andere Fragen. Irgendwas, wo du sagst, ah, das hättest du noch gerne erzählt, irgendwas, was es gerade noch braucht für das Thema Abnehmen, gesund sein. Also einfach generell ist es mir wichtig, dass wir aufhören, so gemein zu uns selber zu sein. Ich glaube, das ist so, und uns den Druck da mal zu nehmen und uns selber einfach nicht so sehr zu verurteilen da dafür und zu sehen, dass es auch für alles immer eine Lösung gibt, ja, dass wir nicht irgendwie feststecken, sondern ja, dass wir uns immer auf den Weg begeben können, da auch irgendwie in die Heilung zu gehen und das, wie ich es vorhin gesagt habe, einfach ja als Team miteinander in Liebe. Voll schön. Ich glaube, das ist so ein schöner Abschluss. Da möchte ich eigentlich nur noch von dir wissen, wo finde ich dich, wo finden wir dich? Und das schreibe ich natürlich auch alles in die Shownotes, wenn man jetzt sagt, hey, irgendwie möchte ich 1, 2, 3 Kilo abnehmen oder ich habe sogar ein bisschen mehr Last gerade in mir, auf mir, um mich herum. Wo finden wir dich? Ja, also ich glaube, gesammelt findet man einfach alles auf meiner Webseite. Das ist shinecoaching.de, also wie Englisch Strahlen, Shine Coaching. Und ansonsten findet man auch, also jeder, der sich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandersetzen möchte und den das interessiert, der kann in meinen Podcast reinhören, der heißt eben Lifestyle Schlank. Genau, da gerne auch bei vielleicht der ersten Folge schon anfangen. Da geht es auch gerade so die Einführung bei emotionales Essen und ja, geht aber eben auch viel um Themen der Persönlichkeitsentwicklung, weil eben alles miteinander irgendwie verbunden ist. Und genau, also in den Podcast sehr, sehr gerne reinhören. Den findet man auch auf meiner Webseite und auch auf den üblichen Podcast-Apps. Und ansonsten findet man mich auch bei Instagram unter julia-scheincoaching. Da versuche ich auch jeden Tag mit Posts und Stories zu motivieren, zu inspirieren. Und ja, ansonsten, ich mache am 27. November auch ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Sport und Diät und dafür mit viel Selbstliebe. Schön. Und genau, da gehe ich auch nochmal wirklich im Detail in diese Themen, die wir ja gerade auch angesprochen haben, nochmal ein. Das ist auch live. Man kann mir danach auch Fragen stellen. Also jeder, der sich für das Thema interessiert, meldet euch gerne an. Das ist am 27. November um 20 Uhr. Wenn man aber nicht um 20 Uhr kann, macht das auch nichts. Meldet euch trotzdem gerne an. Ihr bekommt danach dann eine Aufzeichnung zugeschickt. Genau. Und es Anmelden kann man sich auf deiner Homepage und ich habe den Link dazu auch in den Shownotes, falls ihr da Interesse habt bei dem genau, und es ist Online. kostenfrei und unverbindlich, also könnt ihr euch einfach eintragen. Genau. Julia, so schön. Ich habe eine abschließende Frage. Wofür bist du heute schon dankbar?
Für viele. Ich glaube, ich bin generell von Natur aus ein sehr dankbarer Mensch. Ich bin dankbar, hier in einer schönen Stadt leben zu dürfen. Ich bin dankbar, dass ich heute mit dir sprechen durfte, dass ich zu deinen Hörern sprechen durfte. Ich bin dankbar, dass ich gesund bin. Ich bin dankbar für meine Beziehung zu meinem Partner, mit dem ich jetzt auch schon, ja, 17 Jahre fast zusammen bin. Also, Wow. ja, dass ich den immer noch aushalte. Nee, ich bin dankbar, dass ich so einen tollen, ja, Beruf ausführen darf und ja, dass ich selbstständig bin. Ja, also, oh Gott, die Liste wäre lang. Okay, ich finde, das ist nochmal ein ganz, ganz schöner Impuls. Menschen einfach auch nach dem, was wir alles machen, welche Website und wo man uns alles findet, nochmal einfach, ja, dein Herz auch nochmal sehr spürt. Und ich danke dir einfach so für deine Offenheit, für das Thema. Ich finde es ganz, ganz wichtig. Und ja, danke dir einfach, dass du das so, so herzlich, so charmant, so mit deinem Esprit einfach rüberbringst. Und ja, ich bin ganz gespannt, was wir, wenn wir uns vielleicht in 3, 4, 5 Jahren wieder begegnen, dann machen, wen wir schon helfen durfte, wer mit uns den Weg gehen durfte. Das finde ich immer ganz, ganz schön. Einen ganz tollen Beruf, den wir da haben. Ja, Naja. auf jeden Fall. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung und dass ich hier sprechen konnte. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht und Das viel Freude freut mich. bereitet. Wir hören und sehen uns und bis dann, Julia. Mach's gut, Jenny. Vielen, vielen Dank. Wie schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gern an die Menschen, die vielleicht auch gerade emotionale Esser sind. Oder wenn dich das Thema noch mehr interessiert, kannst du dir auch meine Podcast-Folge 105, wie du lernst, intuitiv zu essen und somit Essattacken umgehst, anhören. Oder schau natürlich bei Julia vorbei. Alles zu Julia findest du in den Shownotes. Mein Licht, grüß dein Licht, deine Jenny. Namaste.